Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 18. Juli 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Frequenzen, Schwingungen. Wir befinden uns gerade in der 17. Welle und das dauert bis 19. Juli 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. 20 Wellen, jeweils 13 Tage. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Diese 17. Welle, da herrscht Muluk, das ist das Symbol dafür. Und das bedeutet, das ist die Welle, die Ausgeglichenheit. Und hier in diesem Zeit lernen wir die Gesetze, die Natur verstehen und anwenden. Wie zum Beispiel Ursache und Wirkung. Und dieses Gesetz besagt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Wir lernen bei dieser Welle auch das Geben und Nehmen. Das soll im Gleichgewicht sein. Auch auf unserem Herz hören, also ein Herzensangelegenheit und das Folgen. Es ist nicht nur die liebe Partnerschaft, sondern die Berufung oder Hobby oder Reisen oder Kunst oder Sport. Jeder Mensch liebt etwas anderes. Und wenn wir unserem Herz öffnen, dann ist uns das auch bewusst, was wir lieben. Dann haben wir mal Orientierung. Und in dieser Welle lernen wir etwas tun mit Hingabe und Dankbarkeit. In dieser Welle schauen wir unserem Schattenseite an. Oft sind das Ängste. Und es ist so wichtig, in unserem Leben von Ängsten zu befreien, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Muluk bedeutet übersetzt Wasser. Also hat auch eine Bedeutung. Wasser symbolisiert unseren Gefühlen, auf unseren Gefühlen achten, immer in die positiven Gefühlen bleiben. Und das könnt ihr so vorstellen, es gibt zwei grundverschiedenen Systeme. In einem System sind die negativen Gefühle, das sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Diese negativen Gefühle zerstören etwas oder blockieren uns. Die anderen Systeme sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Kraft, Mut, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Begeisterung und Liebe. Diese positiven Gefühle haben eine Quelle und das ist der göttliche Ursprung. Und mit dieser göttlichen Energie, mit diesen Gefühlen können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Von Angst befreien ist nicht nur aus diesem Grund wichtig, weil das uns blockiert, sondern
Wenn wir Angst zeigen, öffnen wir sofort Pandoras Büchse und die Feind, ein trojanisches Pferd, kann jederzeit in unserem Energiefeld eintreten. Angstbefreiung bedeutet auch Schutz. Und hier handelt es sich bei diesem Symbol Muluk als Wasser, handelt sich auch um unsere Gefühle und wir lernen in diesem Welle Vertrauen das Fluss des Lebens, Vertrauen unserem Schicksal, das hat unsere Seele ausgesucht. Und in diesen Wellen kommen die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen. Der heutige Tag ist der 12. Tag dieser Welle und die Zahl 12 wurde so gezeichnet bei den Mayas. Diese Linie bedeutet 5, das 2-mal und noch die 2 dazu. Die Zahl 12 bedeutet bei den Mayas Überblick schaffen über etwas, die großen Zusammenhänge sehen, erkennen. Bedeutet auch Fülle, Werte, Wertschätzung und Überblick. Die Zahl 12 bedeutet auch Selbstliebe und auch Liebe. Die heutige Tagesenergie ist Ahau. Das ist das Symbol dafür. Ahau bedeutet übersetzt Sonne oder unserem Ahnen. Und das heißt Glück, Klarheit, Orientierung, Vollendung an etwas und gleichzeitig ein Neubeginn. Etwas beenden und etwas Neues starten. Ahau steht in Verbindung in unserem Körper zu unserem Herz. Sonne, Sonnensymbol, ganz klar. Sonne ist das Zentrum in unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also es ist eine Verbindung da. Sonne steht nicht nur in Verbindung zu unserem Herz, sondern auch zu unseren Augen. Sonne macht etwas sichtbar und können wir sehen und erkennen, etwas erläutern. Also im körperlichen Ebenen steht dieses Symbol Ahau, was die Sonne symbolisiert, steht in Verbindung zu unserem Herz und unserem Auge. Die Krafttier ist Löwe. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.